Hallo, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Also nicht neu, aber ihr wisst, zu GTA Online. Ich muss jetzt lauter sprechen, weil es jetzt GEMA-geschützt ist und ich zu dumm war, die Musik auszustellen. Supi. Gut, fangen wir an. Klar, Qualität ist immer wieder scheiße, wisst ihr ja aber. Gut, mal gucken. 10 Minuten, geht auch klar. Ich versuche den jetzt von hier oben auszutricksen. Er ist der Buff von hier oben und ich falle runter. Okay. Ich steige aus dem Auto. Das war jetzt... Intelligent war das jetzt. So, weiter geht's. Mal gucken. Das ist das Last Team Standing. Das heißt, nur einer... Wow. Kann überleben. So, das heißt, wenn wir einen falschen Fehler machen, sind wir sofort tot. Tot. Sorry, ich bin behindert, deswegen betone ich tot. So, behindert. Ihr kennt mich aber schon. So, welche Waffe nehmen wir? Die ist im Moment am stärksten, finde ich. Warten wir mal hier. Und gewonnen. 3, 2, 1. Yes. Gewinner. Okay, gut. Das war jetzt eine Minute. Mal gucken, ob wir noch was spielen. Wenn nicht, gibt es halt ein Minutenvideo. Dann nochmal mein Charakter in GTA Online. Sorry wegen den letzten paar Malen oder den letzten Part, der so richtig bekloppt war. Mal gucken, was wir jetzt spielen. Fallschirmspringen also noch. Und dann. Ja, okay, gut. Wir warten. Ja. Also, das ist der neue S-View. Und der ist halt schneller als andere SUVs, ja, SVU. Ich bin Deutschlecker, sorry. Muss wieder, na toll, jetzt kann ich das Video nicht hochladen oder was, weil diese kleine Musikausstück drin war. Toll. Okay, gut. Falsch im Springen. Ja, dazu gibt's nichts zu sagen. Ich bin schlechter geworden. Oh, mit Waffen. Also man kann Fallschirmspringen mit Waffen oder ohne Waffen machen. Toll. Jetzt im Moment ohne Waffen. Das Radio habe ich jetzt leider ausgestellt, weil was soll ich machen? GEMA. Ja, GEMA, fick dich. Ja, fick dich. Ja, fick dich nochmal. Okay, gut. Warten wir noch. 20 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, ja, ich weiß immer nicht, was ich labern soll, ich bin, ja, okay. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie alt ihr alle immer seid. Guckt sich sowieso keine an, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie alt ihr seid. Gut, 3, 2, 1, und, ja, Sled. Oh, einer wurde eingeladen. Langsames Klatschen finde ich eigentlich auch ganz geil. Gut, ich bin bereit. Was brauchen wir bei falschem Springen auch einstellen? Gucken wir es den anderen noch an. Das ist, ja, einen gewonnen, einen verloren. Einen falschen Sprung. Mal gucken, ich werde definitiv wieder falsch im Springen verkacken, aber okay. So. Spieler ansehen kann man hier auch noch. Zoomen wir mal. Oh, Dubstep, Dubstep, oh. Jetzt mal mit uns. Wir haben natürlich einen Helm auf, weil der Charakter zu dumm aus ist, den Helm aus. Zu dumm dafür ist, den Helm auszuziehen, wenn er normal läuft. Okay, falsch im Sprung. Ich
bin wie immer leise in den Missionen. Kennt mich ja schon, habe ich vielleicht schon in den letzten Videos gesagt. Auf aggressive Weise. Okay, gut. Fuck. Ich glaube, ich bin... Nein, das könnte eigentlich genau passen. Da ist jemand zu weit geflogen. Also nicht ich, sondern der andere. Treffer. Ich werde sowieso die Landung verkacken. Weil wenn man die Landung verkackt, hat man 0 Punkte. Wenn man zum Beispiel zu weit auseinander... Also hier ist ein Canyon von... Alter, stimmt mich nicht. Von GTA, da vorne sieht man die Stadt. Ist ja ein bisschen langweilig jetzt eigentlich dazu zu gucken. Ihr habt bestimmt schon abgeschaltet, wenn ihr das Video überhaupt anschaut. Aber gut. Es kann sein, dass ich jetzt als nächstes noch ein Video hochlade, wo wir mit anderen Let's Playern zocken. Und ich habe die Landung nicht verkackt. Yeah, du bist Erster. Das waren jetzt 2 Missionen in 6 Sekunden. Das ist 6 Minuten, toll. Aber ich habe auf Video, wie gut ich in Last Team Standing bin. Einfach mal, ist der einfach mit... Okay. Wieder mein Charakter, natürlich mit Helm auf. Klar. Immer bewerten, da kriegt man 50 plus AP. Ja. Mal gucken, ob wir noch was spielen. Wenn ja, kann ich ja noch aufnehmen. Wenn nein, wird es nicht aufgenommen. Wenn ja, schneide ich es vielleicht. Wenn nein, wir warten mal. Hat er schon verlassen? Nee, hat noch nicht verlassen. Gut, vielleicht ist er noch im Ladescreen oder so. Ich bin jemand, mir ist es eigentlich scheißegal, was man spielt, solange man jetzt nicht irgendeine scheiß Mission spielt. Ist jetzt auch das neue Update rausgekommen. Banküberfälle wieder nicht dabei. Yay. Die kommen wohl nie. Nein, ich denke, dass die Rockstar Angst hat vor den Banküberfällen, die rauszubringen. Und das Problem ist, die bringt die raus und dann sagen die, oh, jeder sagt, das ist schlecht und so. Und dann, ja... Spiel wird es noch weniger gespielt als jetzt, weil es einfach langweilig geworden ist. Also es ist jetzt nicht so langweilig geworden, man kann es schon mal spielen, aber man kann es halt nicht mehr, keine Ahnung, tagelang durchspielen. Oh, noch ein Last Team Standing. Mal gucken, ob ich jetzt... Jetzt habe ich natürlich wieder angegeben, ich bin so gut in Last Team Standing. Jetzt werde ich es natürlich verkacken. Hier die dicke Trust. Nicht Truth. Da ist das Problem, die ist eigentlich voll langsam, aber wenn man die auf die Hinterrad nur fährt, ist die mega schnell. Aber ist dann auch scheiße zu lenken. Und in dieser Werbung oder in diesem Ladescreen steht eigentlich, dass die sehr schnell wäre. Ich muss das Radio wieder ausstellen, wegen GEMA. Okay, gut. Wir sind jetzt insgesamt 8 Minuten. Das ist Rockford Hills Last Team Standing. Wie schon die Nutte sagte. Da steht wirklich Nutte. Oder? Nutella. Da steht Nutella. An die Jüngeren. Tipp, da steht 16 auf meinem Kanalbild. Das hat schon seinen Sinn, weil GTA-Videos und 16 und Scheiße, ich muss pissen. Yay! Okay, gut. Wow, jetzt kann man hier Teams einstellen. Das ist jetzt nicht der Fall. Das ist nicht wahr. Okay, eigentlich kämpfe ich immer nur mit einer Gewehre oder mehreren, aber man sollte sich eigentlich entscheiden, das Gewehr nimmt man oder das Gewehr nimmt man, weil dann schaltet man auch so farbenfrei. Also wenn man jetzt zum Beispiel 5-mal, okay, 100-mal mit einer Waffe schießt, kriegt man die Farbe rot für die Waffe. Dann kriegt man eine rote Waffe. Macht der jetzt endlich mal hin? Anscheinend macht er nicht endlich mal hin. Doch, jetzt hat er hingemacht, weil ich gesagt habe. Schon wieder zweideutig. Ey, wer jetzt zweideutig gedacht hat, ey, ihr könnt wirklich nur zweideutig denken, oder? Okay, ich denke auch eigentlich immer zweideutig. So, mal gucken. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist, glaube ich, neu oder so. Okay. Thank you.
ist es voll geil, wenn man da so ein Salzo macht. Alter, ich ha... Okay, der war jetzt auch gemeint, weil der war jetzt auch erst Level 13 oder so, weil der läuft ja gerade rum, ich kletter so und knall ihn sofort ab. Ihr habt's gesehen, ich bin gut. Scheiße, Mann. Okay, gut, dann würde ich sagen, das war's mit einer Aufnahme. 3 Videos, 10 Minuten, krass. Okay, mal gucken, ob wir jetzt noch was spielen. Ja. Immer wenn ich sage, das war's, dann geht's noch 5 Minuten weiter. Ich kenne mich ja, das ist yay, cool. Freut euch einfach, aktualisieren, obwohl ich das Deathmatch da oben gern gespielt hätte. Oder das Rennen. Ja, Problem bei mir ist, ich bin überpowered. Man beschwert sich dann wieder, oh, der ist so überpowered, der cheatet oder so. Stimmt gar nicht, ich habe noch nie gecheatet. Auch kein einziges Mal ein Auto oder so. Krass. Oh, ein Deathmatch. Okay, cool. Für 2 bis 8 Personen. Das sehen wir dann aber im nächsten Part. Ciao. Hier nochmal. Jetzt ein Toro, der geile Wagen.